Warum die regelmäßige Schwarmkontrolle hier so wichtig ist, das schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß! Ja, hallo meine lieben Bienenfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Kurzpraxisvideo hier auf nordbiene.de. Es ist wieder Schwarmkontrolle. Einmal die Woche müssen wir hier die Völker komplett durchschauen, um eventuelle Weiselzellen zu finden und Schwarmtriebigkeit zu entdecken, zu erkennen hier. Bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Zwei Völker waren bisher in Schwarmstimmung, die wurden entweiselt. Das ist der erste Schritt bei diesen Völkern. Diese Völker, die fallen natürlich jetzt aus der routinemäßigen Kontrolle heraus. Es werden also immer weniger Völker, die hier regelmäßig einmal pro Woche, also alle 5 bis 7 Tage, durchgeschaut werden müssen. Wir wollen hier jede Weiselzelle sehen, daher müssen einige Bienen sicherlich auch abgestoßen werden, um Weiselnäpfchen, die in Pflege sind, hier zu erkennen. Das Wetter ist hier so mittel. Wir haben hier eine kräftige, lebhafte Nordwestströmung, will ich mal sagen. Temperaturen 15 Grad maximal am Tag. Es sind jetzt so ungefähr 12 bis 13 Grad im Schatten. Von daher fürs Arbeiten relativ angenehm. Für den Nektareintrag eher so mittelmäßig. Die Völker und die Vegetation, die sind hier deutlich zurück gegenüber dem Bundesdurchschnitt. Wir sind hier in Schleswig-Holstein an der Ostseeküste und da ist es im Frühjahr oftmals sehr viel kälter als im Rest der Republik. Ja, wie gesagt, regelmäßige Durchschau, also einmal wöchentlich alle 7 Tage maximal der Völker ist hier wichtig, um Schwarmstimmung zu erkennen und um dann eingreifen zu können. Ich werde euch bei 1 bis 2 Völkern vielleicht mal mitnehmen hier. Die Arbeiten, die wiederholen sich ja alle bei allen 18, 19 Völkern, die ich hier heute durchschaue. Von daher wäre das dann auch langweilig. Aber sicherlich bei 1 bis 2 interessanten Völkern seid ihr dabei. Wir fangen jetzt an. Los geht's. An der Steinsprache erkennen wir, welche Völker heute durchzunehmen sind. Hochkantstein bedeutet, Volk wurde bereits entweiselt. Und da kommt es dann immer individuell drauf an, wann wir an das entsprechende Volk gehen. Und Stein normal drauf, das heißt, heute Kontrolle. Fangen wir mal mit dem Langstrothvolk an. Das ist hier Frankenbeute Langstroth auf 33 Waben. Davon eine Zarge, eine Brutzarge und 2 Honigzargen. Es kann sein, dass die Brutzarge mittlerweile fast schon verhonigt. Ich könnte mir vorstellen, dass das Volk die dritte Brutzarge braucht. Und das geschieht dann heute. Wie gesagt, die beiden Honigräume, die sind eigentlich fast voll. Schauen wir uns mal die Brutzarge an. Schwarmkontrolle. Oh, Königin aus dem Jahr 2019 schon. Also eine alte Oma. Ob die das noch bringt, das schauen wir uns an. Das geht natürlich alles schön ohne Schleier hier, ist ja klar. Oh, die ist aber bombenschwer, die oberste. So. Dann kommt die zweite Honigzarge. Da habe ich ein bisschen Sorge um den Brutraum. Ja. Das ist die zweite Honigzarge, ist aber noch nicht ganz voll. So, das ist übrigens Dunkle Biene, was war das? Dunkle Biene F1 2019. Dunkle Biene F1, kommt das hin? Ja, das kommt hin. Ich liebe ja das Langstrothmaß, das wisst ihr schon, weil das Riemchen in Höhe ungefähr deutsch Normalmaß, ungefähr. Aber die Länge ist wieder Dant und das gefällt mir sehr gut. So dass wir hier ein bisschen mehr für die Bienen mehr Platz zum Brüten, aber auch für Futterkränze haben. So, die erste Wabe ist immer ein bisschen schwer zu ziehen bei Magazinbeuten, insbesondere in Kunststoffmagazinbeuten. Da hilft es denn, die Waben ein bisschen loszuhebeln. Die erste Wabe sollte auch keine Drohnenwabe sein, die wir ziehen, sondern eine ganz normale Arbeiterinnenwabe. Möglichst vielleicht auch die zweite von links. Denn rollen wir am wenigsten Bienen. So, dann nehmen wir mal die zweite von links. Loshebeln, genau. Und dann geht das hier auch bei Hoffmann ohne Probleme. Oh ja. Ja, ein paar Drohnenzellen sind dazwischen.
Ja, wir schauen natürlich als erstes nach der Königin und wir sehen hier gleich die erste Schwarmzelle in Pflege. Also das Volk ist tatsächlich neuerdings in Schwarmstimmung. Das heißt, Königin wird entweiselt, das heißt, Königin finden. Schwarmzelle wird natürlich vernichtet, genau, ist jetzt ein, zwei Tage alt. Das heißt, Brutnest durchschauen, Königin finden, dass das Volk in Schwarmstimmung gerät, das ist ja auch kein Wunder. Und dann Volk entweiseln. Da ist noch eine Weiselzelle, auch in Pflege, sehen wir schon. Ja. Also innerhalb einer Woche ist das Volk tatsächlich in Schwarmstimmung geraten. Da ist auch schon die Königin. Das ging ja schnell. Da ist Madame und die fange ich jetzt ab im Zusatzkäfig. Genau, das ging ja schnell. Ja, da haben wir die Königin, ein ganz ruhiges Tier, ist ja auch klar aus dem Jahr 2019 schon, F1, dunkle Biene, also wenn die jemand haben will noch, die würde ich natürlich auch verschenken, ne? Ist klar, da ist sie, ein großes Tier, schön ruhig, ja, sehr schön, in voller Eilage, so, die wird jetzt erstmal schön in den Schatten gelegt, nicht zu warm, schön kühl und weiter geht's. So, weiter geht's mit der Durchsicht. Ja, wir haben uns ja gemerkt, da wo die Königin saß, das war die Wabe ganz außen, diese hier. Und gut, dass wir die nicht als erstes gezogen haben. Bei solchen Aktionen, da kann man natürlich schnell die Königin verletzen. So, grob Bienen frei machen. Dunkle Biene F1 ist ja sanftmütig genug. Schauen auf weitere Weiselzellen. Hier ist keine vorhanden. Gut, so geht das jetzt weiter. Mal sehen, ob wir da überhaupt abstoßen müssen. So, das ist jetzt die Wabe Nummer 3. Ja, ich habe mich hier entschieden, die restlichen Waben dieses Volkes nicht abzustoßen, weil die Waben alle ziemlich gleichmäßig ausgebaut sind und viele Flugbienen, die sind alle draußen, sodass ich hier mir einbilde, noch einen relativ guten Überblick über die Schwarmzellen zu haben. Sprich, ich finde diese Schwarmzellen auch ohne Abstoßen. Aber wenn es sein muss, müssen natürlich Waben abgestoßen werden. Erstens geht es schneller und zweitens ist dann die Chance natürlich geringer, dass man eine Weiselzelle übersieht. Ja, noch ein Wort zum Langstrotmaß. Ich hatte ja in den 1990er Jahren bereits meine Imkerei auf Langstrot, damals in der Kombibeute, ebenfalls Styropor. Das ist aber eine falzlose Beute und die muss man sich auch zusammenbasteln, ähnlich wie Mini Plus. Das gefällt mir bei der Kombibeute nicht so gut. Viel besser gefällt mir da auf jeden Fall die Frankenbeute von Holtermann, diese hier also. Da passen 11 Langstrotwaben in eine Zarge. Das ist für eine Brutzarge, also für die einräumige Brutraumführung, völlig ausreichend, mehr als ausreichend. Und wir sehen hier bei diesem Volk, alle Waben sind bebrütet, von Schenkel bis Schenkel. Also die Zarge, die wurde gut ausgenutzt hier. Ja, und so geht es weiter. Wabe für Wabe wird durchgesehen. Ab und zu ein bisschen Rauch geben, sodass die Bienen etwas nach unten getrieben werden. Schöne große Brutflächen überall. Bestiftet, offene Brut, verdeckelte Brut. Das ist Langstrot. So gefällt mir das.
So, ich werde jetzt nicht jede Wabe abstoßen, weil die sind relativ übersichtlich hier. Ja, dieses Volk, das war letztes Jahr noch in einer Trogbeute vorhanden. Da haben wir über den Flugling praktisch dieses Volk gebildet hier. Mit der ursprünglichen Königin aus 2019, Dunkle Biene F1. Und selbst diese alte Königin, in Anführungszeichen, hat auch dieses Jahr wieder ein großes Volk aufgebaut hier, wie wir sehen. Ja, richtig schön. Ich bin mit dem Volk richtig zufrieden. Auch mit der Königin hier. Eine schöne Dunkle Biene F1, da wo die Dunkle Biene noch gut zu erkennen ist, hier in der ersten Nachzuchtgeneration. Ja, sehr schön. Ja, ich möchte dieses Jahr eventuell noch ein weiteres Langstrotvolk gründen, möglicherweise einen Ableger aus diesem Volk hier. Das Volk wurde ja nun entweiselt und vermutlich werde ich 9 Tage später eine kleine Zuchtserie mit Edelmaden anbieten, nachdem dann hier alle Nachschaffungszellen gebrochen wurden, so dass sich das Volk dann eine weitere Königin und möglicherweise noch 2, 3 weitere Edelköniginnen heranziehen kann. Jo, da ist auch eine weiße Zelle. Also man muss schon genau gucken. Da ist sie. Jo. Aber abstoßen auch hier im Moment nicht notwendig. Genau. So, man sieht die Bienen. Das ist die dunkle Biene. Die braucht immer ein bisschen Rauch. Weil die jungen Bienen, also die Arbeiterin generell, die kommen immer schnell nach oben. Genau. So, genau. Das ist nämlich ein bisschen die Wabenläufigkeit. Und da muss man dann aufpassen, dass man keine Biene quetscht. Ganz wichtig. Ja. Genau. Keine Zelle zu sehen. Ja, ein schönes großes Brutnest. Alles bebrütet hier. Auch viele Drohnen schon. Ja. Das ist die eintagige Brutnestführung. Also das gefällt mir ganz gut. Das Brutnest geht wirklich von Schenkel zu Schenkel und von Wand zu Wand. Genau. Sind noch viele Flugbienen zu Hause, sehe ich gerade. Aber von daher tue ich mich im Moment schwer mit dem Abstoßen. Jo. So, jetzt kommen Randwaben. Die sehen schon ein bisschen nach Futterwaben aus. Also verhonigt ist das Brutnest noch nicht. Aber hier am Gewicht merke ich, da geht es auch schon los mit Pollen und mit Nektar. So, können wir nochmal abstoßen. Genau. So, das sieht mir hier noch Futterwabe aus. Jo.
Genau. Da ist gar nichts an Brut drauf. Alles Nektar. Somit sind 10 Langstuhlwaben im Brut. Das ist gut. Sehr schön. So, alle Weißelzellen gebrochen. Jetzt kommen die Waben wieder an die ursprüngliche Position. Die Königin wurde rausgefangen mittlerweile, sodass wir das Volk in 9 Tagen durchschauen, um Weißelzellen zu brechen. So. Ganz vorsichtig wieder, um keine Bienen zu quetschen hier. Ja, meine Lieben, so sehen starke Völker aus. Super. Gut. Das Volk ist stark. Jo, das war's mit der Kontrolle. Sehr schön. Und jetzt erschwerst du hier. Ach du liebe Zeit. Ja. Ja, da ist dann auch kein vernünftiges Hantieren mehr möglich. Jo. Ja, und die Zarge ein bisschen kaputt gemacht hier. Ja, ist ja blöd. Du Stöckchen. Ja. So, dann wollen wir gleich notieren. Entweiselt heute am 14. Mai. Das ist nämlich wichtig. 9 Tage später werden die Zellen gebrochen. Alle Zellen gebrochen. Und dann werde ich überlegen, was ich mit dem Volk mache. Höchstwahrscheinlich werde ich hier eine Zuchtserie ansetzen mit Edelmaden von den Reinzuchtvölkern, sodass ich dieses Volk dann wieder eine F1-Königin nachziehen kann. Ja, sehr schön. So, das war der erste Streich. Und der zweite folgt sogleich. Halt, stopp. Steinsprache senkrecht. Dann wissen wir sofort, was hier Sache ist. So, es geht weiter. Wollen wir noch eins machen zusammen? Es wiederholt sich jetzt eigentlich immer, aber wir können noch eins machen. Machen wir mal dieses Segeberger Volk. Das ist nämlich ganz interessant, das ist nämlich die Tochterkönigin von der, die wir eben rausgefischt haben. Also das ist eine dunkle Biene F2 aus dem Jahre 2021. Die Tochter von dem Volk eben. Die Königin ist natürlich deutlich vitaler, weil erst noch nicht mal ein Jahr alt hier. Und von daher können wir ja mal schauen. Also hier vermute ich, dass das Volk auf jeden Fall die dritte Honigzarge braucht, also dann auf 4 Zargen sitzt. Garantiert. So, das machen wir jetzt mal. Mal schönen guten Tag sagen. Genau, wir wollen ja in die Brutzarge. Und da sollen die Bienen durch den Rauch ein bisschen Honig aufnehmen, damit sie dann nicht so verteidigungsbereit sind. Ich bin mal gespannt, ob das Volk auch schon in Schwarmstimmung ist. Das schauen wir uns jetzt an. Ja, F2 21. Jo,
So, das war die oberste Zarge. Das ist vom Gewicht her, das ist immer wieder, obwohl hier geht's. Ups. Wo ist das Absperrgitter? Und die untere Honigzarge. Wir sehen, wenn wir hier von oben reingucken, alles weiß verdeckelt schon, dick verdeckelt. Ja, es ist gut, das Volk, ein gutes Honigvolk. Dunkle Biene F2, die Tochter von dem Volk eben. Ja. So, und hier wieder dasselbe Spiel. Welche Wabe nehmen wir hier als erstes? Nehmen wir mal wieder die zweite von rechts. Immer wieder dasselbe Spiel. Ein bisschen loshebeln. Ja. Dann geht das auch bei der Segelberger. Ganz einfach, alles kein Problem. Immer vorsichtig ziehen, genau. Hier sehen wir auch schon das beginnende Brutnest. Und wir sehen natürlich auch die Deutsch-Normalmaß ist deutlich kürzer im Vergleich zum Langschotmaß. So, wir merken uns die zweite von rechts, auch voller Bienen. Hier sehe ich noch keine Weißelzelle. Aber voller Bienen. Da ist ein Spielnäpfchen, ist aber leer, sehr schön. Da auch leer. So, zweite von rechts, das merken wir uns, immer wichtig. Okay. So, jetzt sind die Bienen natürlich ein bisschen irritiert. Diese Wabe ist sogar außergewöhnlich leicht, aber voll bebrütet, sehr schön. Mit Pollen auch, ist auch die Königin. Ne, kein Spielnäpfchen zu sehen, alles gut. Also von Rand bis Rand bebrütet, kann man auch hier sehen. Hier ist auch einigermaßen Pollen dazwischen. Aber auch Brutflächen bis an die äußerste Randwabe hier. Ja, das ist die einzarige Völkerführung. Gefällt mir sehr gut. Manche sagen, ja, das sei unnatürlich. Aber keine Königin braucht mehr Platz als 11 Normalmaßwaben. Ja, hier sehen wir auch schön bebrütet. Also dieses Volk, obwohl das die Tochter ist, ist vom Verhalten her deutlich ruhiger als das Muttervolk, muss ich sagen. Finde ich. Also das ist dann auch der Karnika-Einfluss wahrscheinlich. Ja. Spielnäpfchen. Man erkennt ja sofort, ob das Spielnäpfchen in Pflege ist oder nicht. Das ist ja sofort zu erkennen. Ja. Auch nicht in Pflege. Alles gut. Jo. Ja, meine Lieben, das sind Bienenmassen, das sind starke Völker. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mir manch Imkerforum durchlese oder auch manche Facebook-Gruppe, dass viele Imker gar nicht wissen, vor allen Dingen viele Jungimker gar nicht wissen, wie sehen eigentlich starke Völker aus. Gerade wenn sie auf Dardant arbeiten, dann werden die Völker eingeengt auf 4 Waben, 5 Waben vielleicht. Und starke Völker werden da vereitelt letztendlich. Und hier sehen wir, wie gesagt, starke Bienenvölker, dunkle Biene hier F1, in diesem Fall F2, Entschuldigung. Da haben wir wieder ein Spielnäpfchen, wir können uns ja Zeit lassen.
Also bei diesem Volk erkenne ich noch keine Schwarmneigung, sonst wären die Spielnäpfchen schon in Pflege. Ja, wir haben es gemerkt, zweite Wabe von rechts haben wir rausgenommen, immer wichtig. So, wir sehen hier ganz viele Bienen auf den Oberträgern und da müssen wir vorsichtig sein. Die dunkle Biene ist zwar wabenläufig, da hat sie einen Stich gegeben, selber schuld, Biene gedrückt. So, auch hier schöne große Brutfläche. Kann man das Volk auch sehen, ja. Auch hier große Brutflächen. Alles schön verdeckelt, jo. Aber kein Spielnäpfchen zu sehen. Beziehungsweise keine Weiselzelle zu sehen. Jo. So, jetzt müsst ihr da ein bisschen runter. Ja, überraschenderweise ist das Volk noch nicht in Schwarmstimmung, jedenfalls bis jetzt nicht. Das kann sich ja noch ändern. Jo, auch großflächig verdeckelte Brut. Extrem viele Bienen, Jungbienen auch natürlich. Jo. Ja, schaut euch mal diese schöne Brutwabe an. Ideal, um einen Ableger zu bilden. Schön. Und die sanfte dunkle Biene FA, F2 in diesem Fall sogar schon, ja. Ich sage immer F1. Und ja, Schwarmstimmung noch nicht zu sehen. Sonst hätte ich hier schon Spielnäpfchen erkannt, beziehungsweise Weiselzellen in Pflege. Da erspare ich mir dann auch das Abstoßen. Das halte ich aber für sinnvoll, wenn das Volk vorher schon in Schwarmstimmung war. Damit wir dann auch garantiert jede Zelle sehen, ja. Nächste Wabe. Ja, hier das gleiche Bild. Da ist eine Schwarmzelle, die schon... Na, drin ist noch nichts, aber sie war schon feucht. Eieiei, da müssen wir aufpassen. Würde mich auch wundern, wenn das Volk nicht in Schwarmstimmung gerät. Genau. Bei den Bienenmassen hier. Ja, voller Brut. Das Volk ist voller Brut. So müssen starke Völker aussehen. Und was mich besonders freut, das Volk ist noch nicht verhunigt hier. Da haben wir noch eine Weiselzelle, auch leer. Schön. Brutnest noch nicht verhunigt, das freut mich sehr. Das wäre dann nicht so gut. Das wäre nicht so gut. Abhilfe schaffen würde man durch die Gabe eines weiteren Honig, einer weiteren Honigzarge, der dritten dann praktisch. Das kann alles noch notwendig sein, je nach Nektareintrag, jetzt die nächsten Tage noch. So, hier haben wir...
Hier ist auch Madame. Jo, da ist auch Madame. Ist schon ein bisschen heller, ne? F2, dunkle Biene F2. Da ist dann schon Karnika-Blut mit drin. Da ist sie. Jo. Sehr schön. Ja, auch komplett bebrütet diese Wabe hier. Eiselzellen kann ich hier nicht erkennen. Sehr schön. Ja, Madame. Fleißig am Stiften. Sehr schön, so gefällt mir das. Dunkle Biene F2. So, die Wabe vorsichtig wieder zurück. Madame wird dann sich in den Bienengewusel verstecken hier. So, weiter geht's. Manche Imkerfreunde, die fangen ja die Königin ab während der Durchsicht, aber ich glaube, da kann man die Königin in ein größeres Risiko versetzen, als wenn man sie vorsichtig wieder zurückgibt. Ja, auch hier voll bebrütet, aber Spielnäpfchen vorhanden. Ja, alle noch leer. Alle noch leer. Jo. Genau. Ja, mein Lieben, auch die vorletzte Wabe hier. Schaut euch das mal an. Komplett bebrütet, von Schenkel bis Schenkel. Alles Arbeiterinbrut. Ja, sehr schön. Und viele Drohnen auch vorhanden. Das muss auch sein, das ist gut. So, ganz vorsichtig. Wir wissen ja, die Königin war in der Nähe. Okay, aber es ist ja wichtig, mit Liebe und mit Sanftmut an die Bienen zu gehen hier. Das ist ja meine Arbeitsweise. So kann man auch ohne Schleier natürlich und ohne dicke Verkleidung an die Bienen gehen. Selbst bei der dunklen Biene hier, wo ja immer nachgesagt wird, die ist ja so mega aggressiv. So, meine Lieben, das ist die letzte Wabe. Und wir sehen auch hier, bebrütet von Schenkel bis Schenkel. Ja, die werde ich aber abstoßen. Denn da erkenne ich jetzt gar nichts mehr. Da erkenne ich gar nichts mehr. Okay. Die letzte Wabe. So. Bebrütet, sehr schön. Hier haben wir mal wieder kein Spielnäpfchen. Aber so sehen starke Völker aus. Und wie gesagt, mit Respekt an die Bienen gehen. Ohne Vermummung, ohne Bienenquetscherei, ohne Bienenrollen, sondern ganz sanft. Dann kann man auch mit Freude an den Bienen arbeiten hier. Jo, sehr schön. So. Und dieser Block, diese Waben, die werden jetzt en bloc zurückgeschoben. Wir haben uns ja gemerkt, das war die zweite Wabe von rechts, also kann noch mal ein bisschen Rauch geben. Genau. Jo. Okay. Und die Bienen, die Waben en bloc, da passiert ja nichts. Sind ja zusammengeschoben, von daher. So, einmal rüber. Genau. Schön vorsichtig. So, weg da. Alles klar. Gut. Und die vorletzte Wabe kommt wieder an ihre ursprüngliche Stelle. Die können wir auch abstoßen. Upsa. Gequetscht. Ja, das tut mir leid, wenn ich immer Bienen quetsche. Das ist blöd. Die Flugbienen, die setzen sich irgendwo nieder. Und dann geht's los. Ja. So, die Wabe wird auch abgestoßen. Jo. Sehr schön. So. Gut. Und ganz vorsichtig einsinken lassen. Genau. Alright. Ihr müsst aber runter. Das ist ein bisschen der Nachteil bei der dunklen Biene.
dass die so extrem überkocht, hat ja nichts mit Stechlust zu tun, sondern also man kann hier hat nichts mit Stechlust zu tun, aber das ist dann immer blöd, wenn die Wabenläufigkeit hier so vorhanden ist. Okay. Gut. Jetzt kommt die Honigzange. Boah. So, jetzt nochmal Kraft tanken. Das wird jetzt auch nochmal lustig. So. Das ist aber der Nachteil, wenn man sowohl im Honigraum als auch im Brutraum das gleiche Wabenmaß hat. So, los geht's. 1, 2 und uah. So, sehr schön. Alles gut. Volk noch nicht in Schwarmstimmung, wird aber. Von daher heute noch alles gut. Okay. Ja, und was ich bei den ersten Völkern vergessen hatte, bei den ersten beiden, habe ich auch bei allen anderen noch mit eingezogen hier. Und zwar jedes Volk erhielt während der Kontrolle jeweils ein Leerriemchen in die unterste Zarge zum Ausbauen. Und die entnommene Brutwabe, die ging dann oben in den Honigraum im Tausch gegen eine gut ausgebaute Honignektarwabe, die dann für die Ableger verwendet wurde. Stunden später, ich bin durch. Hurra! Es ist immer wieder eine ganz schöne Arbeit, bei 20 Völkern die einzelnen Brutzargen hier durchzuschauen. Auch wenn das immer nur jeweils eine Brutzarge ist, aber die Arbeit muss gemacht werden, wenn man Schwarmverhinderung betreiben will. Das ist wichtig, alle 7 Tage, alle 8 Tage wäre schon zu spät, weil wir wissen, 3, 5, 8 und eine Königin ist gemacht. Nach 8 Tagen ist der Schwarm garantiert draußen. Was bin ich fertig mit der Welt heute wieder. Eine Königin habe ich herausgefischt, die ist allerdings schon aus 2019, eine gute F1-Königin, dunkle Biene. Wer die haben will, der folge dem Link unterhalb dieses Videos hier. Ja, ansonsten habe ich noch fast keine Schwarmstimmung festgestellt. Das einzige Volk, wie gesagt, das war das Langstrotvolk hier. Ein weiteres Volk, das hatte auch in pflegebefindliche Weiselzellen mit Maden drin, ungefähr 2 bis 3 Tage alte Maden. Die habe ich natürlich auch alle gebrochen. Das Problem war, ich habe die Königin auf die Schnelle nicht gefunden. Da muss ich morgen, übermorgen nochmal bei. Peu à peu, Stück für Stück, mit besserer Konzentration, jede Wabe nochmal genau inspizieren hier. Die Königin, die wäre dann auch abzugeben. Ja, und so geht es dann weiter. Ich bin mal gespannt, wann die weiteren Völker hier in Schwarmstimmung geraten. Im Moment haben wir gutes Trachtwetter, guten Trachtflug hier. Man sieht es, die Bienen sind richtig aktiv. Auch wenn es nachts und morgens ein bisschen kalt ist hier, aber die Bienen, die kommen jetzt richtig in die Gänge und ich vermute mal, dass fast alle Völker hier in Schwarmstimmung geraten werden. Ja, so sehen starke Völker aus. Ich habe es schon erwähnt, im Moment 3 Zargen, aber ich denke mal nicht, dass ich noch eine weitere Honigzarge brauche. Der Raps, der neigt sich auch bald dem Ende entgegen. Obstblüte haben wir hier nicht mehr. Der Apfel, das bisschen Apfel, was hier geblüht hat, der dürfte erfroren sein von den letzten Nachtfrösten hier. Anfang oder Ende letzter Woche. Ja, und ansonsten, das war's dann mit der Frühtracht. Ich sehe dem schon entgegen. Nach der Frühtracht kommt hier erstmal gar nichts mehr. Dann haben wir ganz lange Pause. Brombeere, Akazie und so weiter, das gibt's hier alles nicht, auch Sonnenblume. Das Einzige, was ganz selten mal Nektar bringt, das ist dann Blatthonig von den Linden oder auch vom Ahorn, die hier doch vertreten sind. Ja, schauen wir mal. Ein bisschen Frühtracht wird's noch geben. 2 Tagen Honig sind dann voll. Das dürften so ungefähr, na, ich sag mal 50 Kilogramm Honig pro Volk sein, vielleicht ein bisschen weniger. Das kann auch die dunkle Biene alles hier. So, meine Lieben, nächste Woche geht's weiter, wieder Schwarmkontrolle. Das jetzt alle 7 Tage, alle 5 bis 7 Tage und zwar bis Ende Juni noch.
und dann ist die Schwarmzeit durch. Dann beginnt das neue Bienenjahr mit dem 1. Juli, nämlich mit dem Aufbau der Wintervölker. Das ist nicht mehr weit entfernt und wir müssen uns auch langsam jetzt schon Gedanken machen über die Varroa-Sommerbehandlung. Ganz wichtig. So, meine lieben Bienenfreunde, hat euch das Video gefallen? Klickt gerne auf Daumen hoch und abonniert diesen Kanal. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn es hier wieder ein weiteres neues Video von mir gibt. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Tschüss!